Ich sehe, dass auch die letzten Herrschaften Platz genommen haben und vermute, dass nun keiner mehr kommt. Darum schlage ich vor, dass wir gleich zum Hauptpunkt unseres heutigen Beisammenseins kommen, zu unserer morgigen Jahresversammlung. Einverstanden, Herr Generalkonsul? Einverstanden. Und darum wäre es gut, meine Herren, wenn wir uns für diese Versammlung noch einmal die wichtigsten Außenhandelszahlen ins Gedächtnis zurückrufen. Zum Beispiel der Gesamtwarenaustausch mit Südamerika. Er betrug im vergangenen Jahr, Moment bitte, 2.328.546 Tonnen. Vielen Dank, Herr Doktor. Keine Ursache, Herr Generalkonsul. Davon entfallen auf die Kaffeeausfuhr, Moment bitte, 132.476 Doppelzentner. Die letzten Börsennotierungen zeigten wieder ansteigende Tendenz. Und zwar London 94,23, Amsterdam 89,50, Frankfurt 90,99. Sie haben ja ein enormes Gedächtnis für Summen, Herr Doktor. Ja, so ist nun mal im Leben, Herr Direktor. Die einen haben die Summen im Kopf, die anderen in der Brieftasche. Was? Cool, ne? Ich bin da gespannt, was Sie zu meinem Bild sagen werden. Sie wissen, ich lege den größten Wert auf Ihren Urteil. Bitte, meine Herren, behalten Sie Platz. Carlos, entschuldige, ich wollte nicht stören. Kommen Sie. Enorm. Nun, wie gefällt es Ihnen? Ist es nicht sehr geschmeichelt? Aber nein, Frau Konsul, gar nicht. Meine Herren, wir dürfen, glaube ich, annehmen, dass die steigende Tendenz anhält. Wie ist Ihre Meinung? Mein Mann sagt immer, ich schaue drauf aus wie ein pensionierter General im großen Cocktailkleid. Im Gegenteil, ich finde es sehr charmant. Gefällt mir. Wirklich? Gefällt mir auch. Über die Zahlen in Artikel 12 des Handelsvertrages wird uns sicherlich Herr Dr. Dernburg auf Anhieb Auskunft geben können, nicht wahr, Herr Doktor? Bitte, warte. Die Zahl über die vorherigen Ausfuhrüberschüsse. Ach so, ja, Zahlen. Zinn 248, Erdöl 8975, Kupfer 3331. Ich bedauere es wirklich, dass wir uns so selten sehen. Tja, schade. Fertigfabrikate 10778. Und wie stehen Sie sonst zu dem Artikel? Ich finde ihn reizend. Ich wollte sagen, mit dem Artikel könnte ich mich befreunden. Ist das wirklich Ihr Ernst, Frau Carlotta? Sie wollen übermorgen uns schon verlassen und nach Rio zurückfahren? Ja, sofort nach der Hauptversammlung. Das ist aber schade. Da müssen Sie aber unbedingt einen Moment zu mir hereinkommen, um meine kleine Tochter kennenzulernen. Darf ich bitten, Herr Doktor? Bitte sehr, Herr Doktor. Nein, ich fahr selbst. Ja, was ist denn? Steig ein. Wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, Herr Doktor. Ja? Eine enorme Frau. Du hast Geschmack, mein Junge. Sie hat eine süße Stupsnase. Stupsnase? Wo hat sie eine Stupsnase? Aber doch, Herr Doktor, was für eine? Wenn sie eine Stupsnase hat, habe ich auch eine Stupsnase. Passt wundervoll zu ihrem Typ, finde ich. Ach, du meinst die Kleine? Ja. Hast doch keinen Geschmack, Peter. Also los, fahr. Ach so. Na nun. Was? Ist weiter nichts passiert. Nichts passiert. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, gnädige Frau. Natürlich komme ich für den Schaden auf, Dr. Dernbrock. Darf ich Ihnen meine Karte geben? Danke, nicht nötig. Es ist ja nichts passiert. Na, nichts passiert. Bei mir nicht. Schade. Wie bitte? Ich meine, es wäre ein Grund gewesen, mich näher kennenzulernen. Dann hätten Sie ihm mehr Gas geben müssen. Na, vielleicht gelingt es Ihnen das nächste Mal. Ich hoffe. Na, Herr Doktor,
Jetzt kannst du wieder fahren. Komm hinterher. Ihnen ist doch klar, Frau Carlotta, dass er sich sehr für Sie interessiert. Wer mag das sein? Dr. Otto Dernburg, deutscher Handelsattaché in Südamerika, heute früh angekommen, vertritt die Interessen einer deutsch-südamerikanischen Handelsgesellschaft, fährt übermorgen wieder ab, etwas über 40, nicht verheiratet. Das weißt du alles? Woher? Erkundigt, beim Konsulatssekretär. Und warum? Mona, nicht mal denken kann ich mir, ohne dass du gleich weißt, was ich denke. Dafür bin ich seit 5 Jahren Ihre Privatsekretärin. Enorme Frau. 10 Mark, meine Herren. Was? 10 Mark? Verkehrserziehungswoche. Da sind die Gebühren verdoppelt worden. Mhm. Ja. Gute Fahrt. Danke. Gute Einnahmen. Soll ich weiter nachfahren? Nein, die Damen werden zu teuer. Wohin dann? Bei meinem Bruder vorbei. Der muss doch endlich mal zu Hause sein. Moment, Pause! Ah! 1:0 für dich! Ist was passiert? Nein! Die Flasche ist noch ganz! Ja, Gott sei Dank. Du, Charlie, Otto ist unten. Was? Sei doch mal ruhig. Otto der Große! Otto der Große? Ja, mit seinem Wagen. Hast du die Flasche auf den Kopf gekriegt oder Herr Wolke? Oh. Mensch, Otto, mein ältester Bruder. Mann, das ist prima. Du freust dich ja wie ein kleines Kind. Du Kleiner, sagt er auch immer zu mir. Otto! Na, Ralf? Wie geht's dir denn, mein Kleiner? Na, Mensch, wenn du da bist, großartig. Wann bist du angekommen? Heute früh. Du, los, komm rauf! Nein, jetzt geht's nicht. Ich habe jetzt noch eine längere Besprechung. Anschließend wollte ich kommen. Hm? Ja, aber wir sind nicht vor 9 zurück. Fein, bis nachher. Tschüss, mein Kleiner. Tschüss, bis nachher. Du, ich freue mich. Brauche ich für die belegten Brote. Wo ist die Salami? Hier, 1,50 habe ich ausgelegt. Danke, können Sie am ersten noch die Miete draufschlagen? Ich habe Ihnen schon 25 Mark 20 gepumpt. Na und, dann sind es eben 1,50 mehr. Sag mal, haben wir auch Heringsfilets? Britta hat nämlich gesagt, sie mag Heringsfilet mit Zwiebeln. Mit Zwiebeln? Na, dann viel Vergnügen. Sie machen ja heute so viele Umschnitte mit Ihrem Damenbesuch. Heute kommt auch ganz was Besonderes, Herr Wolf. 2 Damen aus Stockholm. Kennen wir schon 8 Tage. Na, zauberhafter Regen. 8 Tage schon und da kommen Sie erst heute zu Ihnen? Na, hoffentlich kommen Sie. Die Damen wissen nämlich noch gar nichts von ihrem Vergnügen. Wir müssen es ihnen erst beibringen. Ach so, da kommen sie vielleicht gar nicht, wenn sie hören, dass sie hier mit ihnen allein sind. Aber wir sind doch nicht alleine, wir geben da eine große Party. Mit sehr vielen Leuten. Herzlich willkommen, liebe Cousine. Da ich telefonisch nicht zu erreichen bin, bitte ich dich, meinen Sohn Charlie anzurufen. Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen. Dein August Salmann. Charlies Telefonnummer 12-21-23. Und dann ruf ihn mal an. Was ist denn Ihr Neffe eigentlich für ein Mann? Keine Ahnung, Mona. Ich weiß nur, dass er Schiffsingenieur ist. Du, ich finde, es fehlen noch ein paar Blumen. Du, schon da. Hol du mal eine Vase, ja? Herr Beule, eine Blumenvase, bitte. Eine Vase? Moment. Was ist denn los? 2:0. Ja, hier ist Charlie Salmann. Wer ist dort? Tante Lotti. Ich hoffe, du weißt, wer das ist, auch wenn wir uns doch nie gesehen haben. Aber natürlich, Sie haben doch an Vater, du hast doch an Vater geschrieben. Er freut sich genauso auf deinen Besuch wie ich. Was? Was denn? Heute Abend? Das bist du wahnsinnig, doch nicht heute Abend. Aber selbstverständlich, Tante Lotti, du bist jederzeit herzlich willkommen. Aber bitte erst nach 9 Uhr. Wir haben nämlich noch einen kleinen Stapellauf. Stapellauf, Tante Lotti. Gut, bis nachher. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen. Soll ich was mitbringen? Nein, danke, wir haben zufällig alles da. Also bis heute Abend, Tante Lotti. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sag mal, doch, der Abend ist noch im Eimer. Ja,
was soll ich denn machen? Meine Tante ist schließlich Witwe und hat keine Kinder. Dafür aber ein paar hundert Millionen Peseten. Ja, hoffentlich, wenn sie keine Kinder möchte. Die ist jung und hübsch, nicht? Nee, alt und dick. Wieso? Ich denke, du kennst sie nicht. Ihre Stimme klang so am Telefon. Und wie heißt die? So einen Namen gab's nur bei Karl May. Den kann kein Mensch behalten. Warte mal. Carlota Ramirez dos Santos Cavalinho e da Ponte, geborene von Schulze. Sehr witzig. Na, und das viele Geld, woher hat sie das? Von ihrem verstorbenen Mann, Kaffeemillionär. Entzückend. Was machen wir nur mit dieser Tante? Viel wichtiger ist, was wir mit den Damen machen. Tja. Sag mal, was hältst du davon, wenn wir meine Tante deinen Bruder andrehen? Da würde doch auch um 9 Uhr kommen. Wo soll ich Herrn Doktor jetzt hinfahren? Nicht nötig. Die Besprechung ist hier im Hotel. Kannst in die Stadt. Müsst doch hin, ne? Gut. Ist heute Abend frei. Danke, lieber Herr Doktor. Willst du nicht verdunsten, nicht? Also so offen rumstehen. Selbstverständlich, Herr Doktor. Einen Moment, Herr Doktor. Kleiner Puzzle. So, bitte sehr. Noch ein Wunsch, Herr Doktor? Ja, den Schlüssel. Welchen Schlüssel? Den du mir eben aus der Tasche gezogen hast. Peter, Peter, hast du früher mal besser gekonnt. Übrigens, ruf mal im brasilianischen Konsulat an, ja? Und frag mal, wer die Dame heute früh war und wo sie wohnt. Ja? Jawohl, Herr Doktor. Aber diskret, verstehst du? Genau. Oh, oh, pardon. Verzeihen Sie, Frau. Senatsdirektor Gottmann. Dr. Dernburg. Sehr erfreut, Herr Doktor. Im Namen des Senats möchte ich Sie als Teilnehmer der morgigen Tagung herzlich begrüßen. Nach dem Empfang hier findet im Generalkonsulat ein Abendessen im kleinen Kreis statt. Vielen Dank. Darf ich Sie mit den anderen Gästen bekannt machen? Handelsattaché Dr. Dernburg, Frau Kuhnheim, Herr Kapitänspartner. Und die Hauptaktionärin des Syndikats, Frau Carlota Ramirez. Sie sehen, man braucht einer Dame nicht gleich an den Wagen zu fahren, wenn man sie kennenlernen will. Die Frau, sie kennenzulernen, ist mir schon eine verbogene Stoßstange wert. Das ist das erste Mal, dass ich richtig aufgeregt bin bei einem Damenbesuch. Dich hat's wohl schon richtig erwischt, was? Ja, du, es scheint so. Pass bloß auf. Eines Tages ist es mit dem Verliebtsein zu Ende und dann stellst du plötzlich fest, dass du inzwischen verheiratet bist. Und wenn's so wäre? Von mir aus. Einmal müssen wir sowieso ran an die Buletten. Wann kommen denn Ihre Buletten? Ich meine Ihre Damen. Das hängt ganz davon ab, wie schnell wir sie rumkriegen, mit hierher zu kommen. Das gehört doch für Ihre Gäste. Ich bin eben ein leidenschaftlicher Mensch. Immer wenn ich an Mädchen denke, kriege ich Hunger. Aber was ist denn das? Wer soll denn das eigentlich alles essen? Ja, Ihre Gäste, für 12 Personen ist das gar nicht so viel. 12 Personen, hey. Der glaubt, in 12 kommt wirklich. An dich? Nein, Ralf, gib mir mal 2 Mark. Hab ich nicht. Herr Wolke, leihen Sie mir mal 2 Mark. Bitte. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Danke. So, Wolke. Herr Wolke. Herr Wolke, damit rufen Sie uns an, wenn die Mädchen da sind, von einer Telefonzelle aus. Circa 8 Mal, ja? Ja, und? Und Sie sagen, hier ist der Polizeipräsident oder was Sie wollen. Es täte Ihnen furchtbar leid, Sie könnten leider nicht kommen, verstanden? Ach, da kommt keine von den 12 Personen? Nein, nur meine Tante, die kommt wirklich. Aus Anstand? Nein, aus Brasilien. So, Ralf, komm, Wiedersehen. Ah, jetzt verstehe ich. Und das mitten in der Woche. Du, Ralf, was hältst du davon, wenn wir die Mädchen mit dem Wagen abholen? Was für ein Wagen? Na, von deinem Bruder. Vielleicht leiht er uns seinen Schlitten. Du, Wagen ist natürlich prima. Macht ja gleich einen ganz anderen Eindruck, ne? Also auch nicht. Na, wie wär's mit Austern? Für Austern lasse ich mein Leben. Das können Sie aber leicht haben. Sie brauchen nur eine schlechte erwischen. Wollen Sie mir den Appetit verderben, Herr Doktor? Gegenteil, ich besorge Ihnen welche. Wenn Sie zwischen einem Glas Cognac vorlieb nehmen wollen. Danke, ja? Ich trinke nie Alkohol. Oh, wie kann man nur. Herr Direktor, die Austern kann ich Ihnen aber nicht sehr empfehlen. Sind nicht sehr frisch. Ich danke Ihnen, Herr Doktor. Bitte sehr, gern geschehen. Kleines Hühnchen, wa? Ja, gerne, Herr Doktor. Hühnchen. Nee? So. Wann reisen denn die Frau ab? Übermorgen. Übermorgen schon? Oh. Schaffen Sie denn alles in der kurzen Zeit? Was?
Margot, die Segelpartie, der Besuch in der Oper, das Sommerfest im Yachtclub. Ja, aber das alles habe ich doch gar nicht vor. Aber ich mit Ihnen, gnädige Frau. So, bitte sehr. Sie haben sich wohl noch nie bei einer Frau in den Korb geholt. Selten, gnädige Frau, sehr selten. Danke. Der Lachs sieht übrigens ausgezeichnet aus. Aber das ist nicht, weil ich unwiderstehlich bin, sondern unter uns gesagt, kleiner Trick von mir. Würden Sie den verraten? Natürlich, warum denn nicht? Ich meine, ein Mann spürt doch, bei welcher Frau er Chancen hat und bei welcher nicht. Ne? Und? Naja, bei denen er keine Chance hat, um die macht er dann einen großen Bogen, nicht? So, dass ich nie einen Korb. Das ist alles. Sehr einfach, ne? Und ein bisschen hinsetzen. Ja, klar. Ja? Schön. Oh. Sie bandeln also nicht mit jeder Frau an. Wieso? Sehe ich so aus? Nein, gar nicht, aber gerade drum. Nein, im Gegenteil, ich bin sogar sehr wählerisch. Sonst wäre ich ja auch längst verheiratet. Mhm, Sie stellen wohl sehr hohe Ansprüche an Ihre zukünftige Frau. Na, nicht unbedingt, aber eines muss sie haben. Das ist Humor. Ich glaube, da können Sie ganz unbesorgt sein, Herr Doktor. Ja? Die Frau, die Sie mal heiratet, hat bestimmt Humor. Oh. Einen hübschen Ring haben Sie da. Ja, den hat mal ein verliebter junger Mann einem jungen Mädchen geschenkt. Aha. Und den Mann haben Sie dann bei dem jungen Mädchen ausgestattet? Ja, ein bisschen schon. Hm, natürlich. Das junge Mädchen war nämlich meine Mutter. Ja, ein bisschen was zu trinken holen, nicht? Bitte, Herr Doktor. Danke sehr. Herr Doktor, ja? Die Frau, die Sie suchen, wohnt hier im Hotel und heißt Carlotta Ramirez, die soll... Herr Doktor, haben wir was in den verkehrten Hals gekriegt? Ja, deine Dämlichkeit, du Trottel, da drüben sitzt du doch. Herr Doktor, kennen die Dame schon? Enorm. Verschwinde. Mit Vergnügen, ins Vergnügen. Guten Tag. Los. Carlotta Ramirez, dos Santos Cavallino e da Fonte, Rio de Janeiro. Agora, signor, tem todos os comprovantes, mio caro. Isto lhe chega? Muito obrigado, senhora. Espero que por agora seja o suficiente. Sagen Sie mal, Meister, irgendwo wird doch hier in der Stadt was los sein. Hm? Das Veranstaltungsprogramm hängt in der Halle. Mich interessieren mehr die Dinge, die nicht auf dem Programm stehen. Wissen Sie, so. Schon gut. Danke. Sowas meinte ich. Verzeihung, liebe Frau. Darf ich fragen, aus welchem Zwinger Ihr Hund ist? Das ist nämlich eine ganz seltene Rasse. Ja, das ist ein Dackel. Ja. Ein Senfdackel. Diese Rasse frisst lieber Senf als Wurst. Aber doch nicht unseren Wörtli. Doch. Wir hatten zu Hause auch einen Senfdackel. Wenn man ihm eine Wurst vor die Nase legt und gleichzeitig Senf unter den Schwanz schmierte, leckte er erst den Senf ab und dann erst faser die Wurst. Wetten? Senfdackel. So, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Wenn die Mädchen wirklich nicht mit nach Hause kommen wollen, haben wir wenigstens ein Dach über dem Kopf. Onkel Nils, lass uns doch die Freude. Wir kennen die beiden doch schon 8 Tage. Das ist mir völlig egal. Ihr werdet nicht mit ihnen tanzen gehen. Basta. Aber sie haben sich ihnen doch vorgestellt. Na, das ist wohl selbstverständlich. Ja, was ist denn schon dabei? Beim Tanzen nicht, aber anschließend. Ja. Plötzlich findet ihr euch in der Wohnung des Herrn Salman oder Herrn Dernburg wieder. Oh, ich kenne diese Drehs. Ich weiß, wie man das macht. Woher? Das weiß man eben als gebildeter Mann. Herr Bergström! Nein, Britta, was ihr in Stockholm tut, geht nur euch und eure Eltern an. Während der Reise bin ich für dich und Ulla verantwortlich. Also, leider habe ich heute Abend eine Verabredung mit einem Geschäftsfreund, aber für euch liegen beim Portier Theaterkarten nicht. Ihr werdet euch im Theater genauso gut unterhalten. Also, viel Spaß. Danke. Spaß kriegen wir schon, aber nicht im Theater. Du willst doch noch zu der Verabredung von den beiden Jungs? Ja, natürlich. Oder glaubst du, dass mein Onkel zu einem Geschäftsfreund geht? Der Wagen ist weg, aber restlos. Was nun? Die Polizei ist bereits verständigt, Herr Doktor. Und wenn sie nur nicht findet? Das Hotel haftet nur für Gegenstände, die es ins Safe nimmt. Ja, da passt er wohl schlecht rein, nicht? Herr Doktor, die Polizei hat den Wagen schon. Er steht vor einer Tanzdiele in Nevada. Nevada? Unsere beiden eigentlich bald kommen, nicht? Also
ich bin dafür, wenn die Mädchen da sind, dass wir uns gar nicht lange erst mit Vorreden auffallen, sondern gleich abmarschieren, Richtung Heimat. Nicht marschieren, Charlie, fahren. Meine Damen und Herren, wem gehört das große schwarze Mercedes-Cabriolet vor der Tür? Was ist denn los? Der Wagen ist geklaut. Habt ihr zufällig gesehen, wer damit gekommen ist? Keine Ahnung. Noch eine Cola bitte, ja? Bitte. Also doch marschieren. Na klar. Sind Sie der Besitzer des Wagens da? Ja, das ist er. Dann fehlen uns bloß noch die Diebe. Haben Sie vielleicht einen Anhaltspunkt? Nein. Im Lokal, da will niemand mit dem Wagen gekommen sein. Bitte kommen Sie doch einen Augenblick mit hinein. Wie Sie wünschen, meine Herren. Oh, meine Herren, ich muss um Entschuldigung bitten, dass ich Sie unnötig bemüht habe. Ja? Ja, der Wagen ist gar nicht gestohlen. Ich habe ihn gestern hier vom Lokal stehen lassen. Völlig vergessen, Sie verstehen, ne? Ach, so ist das. Zu viel getankt, was? Kann ja mal passieren, ne? Mensch, das ist doch Otto. Wo? Wie kommt denn der hierher? Das ist Otto der Große? Mensch, ein Putzkerl. Menschenskind, das ist ja Englisch. Was sollen denn die Leute denken? Das sollen sie doch. Nur ist genug, mein Kleiner. Ja, Charlie Salmer. Freut mich. Du sag mal, was machst du eigentlich hier? Ich führe Wirtschaftsverhandlungen. Na, hoffentlich auch mit mir. Wieso? Na, wegen Erhöhung meines monatlichen Zuschusses. Du Lümmel, du. Sag mal, wie kommst du dazu, dir einfach meinen Wagen zu nehmen, ohne zu fragen? Na ja, als du mir damals deine abgelegten Hosen gegeben hast, hast du mich auch nicht gefragt. Was sagst du denn dazu? Ganz hübsch munter. Drei Glas Sekt bitte, mein Bruder zahlt. Ja, du, aber sehr lange kann ich nicht bleiben, muss noch zu einem essen. Oh, kommen Sie heute Abend nicht zu uns, Herr Doktor? Doch, ich hoffe doch, aber bitte nicht, Herr Doktor. Ja, für Ralfs Freunde bin ich schlicht und einfach Otto. Bitte sehr. Danke. Bitte gleich die Rechnung, ja? 83 Mark und 60 Pfennig. Drei Glas Sekt? Ja, und die Kleinigkeiten von der vergangenen Woche. Ah, ich verstehe. Also schön, dann 150, ja, für die Kleinigkeiten der nächsten Woche gleich mit. Dankeschön, Herr Doktor. Dankeschön. Bitte, aber verjubel nicht alles mit kleinen Mädchen. Du, das kommt ja gar nicht in Frage. Mädchen existieren ja gar nicht mehr für mich. Oho, oho. Naja, außer einer. Ah, und ich wette, diese eine ist das süßeste und reizendste Geschöpf, das er je gesehen hat. Du, ne? Das ist sie auch. Britta hat aus mir einen ganz neuen Menschen gemacht. Das merke ich. Unser Kleiner ist zum ersten Mal richtig verliebt. Ne? Du brauchst gar nicht so zu frotzeln. Tu ich doch gar nicht. Verliebt sei so das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ne? Das ist es. Eben, also komm, trinken wir dann mal auf deine. Wie heißt sie? Britta. Britta. Also. Oh, was ist das denn? Was ist denn? Ich möchte mit Ihnen tanzen. Tanzen? Ist das hier so üblich? An sich ja. Warum auch nicht? Tut mir aber sehr leid, gnädige Frau. Aber meine Mama erlaubt das noch. So jung müssen wir noch mal sein. Was heißt wir? Hauptsache das Mädchen ist so jung, ne? Du sag mal, was meinst du eigentlich zu der Kapelle? Ist doch enorm, nicht? Ja, enorm ist der Krach, aber nicht die Musik. Wieso? So einfach ist das nur auch wieder nicht. Entschuldigung, ich muss das beurteilen können, ja? Aber Studentin in einer Jazzkapelle Trompete geblasen. Ach nein. Meine Kinderei. Entschuldige mich doch mal einen Moment. Ich bin gleich wieder da, ja? Glauben Sie nicht, Herr Otto, dass Sie die Schwierigkeiten einer Jazz-Improvisation unterschätzen? Oh, das glaube ich nicht. Man pustet so ein bisschen rein und klimpert mir den Finger rum. Das ist alles, Herr Charlie. Was willst du denn, sag mal? Ach, puste und klimpere doch mal ein bisschen. Ist doch nur eine Kinderei. Ne? Was soll ich denn mit dir was blasen? Na komm. Los, Jungs! Okay. Bist du verrückt geworden vor all den Leuten? Na komm, Otto, mach schon. Ja, los, bitte. Ist das alles? Moment, junger Mann, ja? We'll be right back.
Guten Tag, mein lieber Wolke. Ist mein Sohn da? Nein, Herr Salman. Ach, nicht so. Er holt seine Tante ab, was? Nein, ihre Cousine Carlota Ramirez dos Santos Cavallinho. Da Ponte. Da Ponte, ja. Kommt erst nach 9. So, wenn so, Sie schon lange warten wollen. Ja, ja. Nein. Ich warte lieber hier in der kleinen Weinstube um die Ecke, ja? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schade, dass Sie nicht einen Augenblick früher gekommen sind. Dann hätten Sie meinen Bruder noch kennengelernt. Wieso schade? Gott sei Dank. Warum? So unwiderstehlich ist er. Na, der hat immerhin schon mit seiner Amme geflirtet. Und eine, die ein bisschen prüde war, die hat seinetwegen gekündigt. Wollt ihr uns nicht setzen oder tanzen? Oh ja. Das heißt, wir würden schrecklich gern, aber leider ist etwas dazwischen gekommen. Meine Tante. Aus Brasilien. Ganz überraschend. Sie fährt morgen früh schon wieder ab. Und da haben wir Charlies Tante zuliebe eine kleine Party arrangiert. Natürlich nur mit guten Freunden und Bekannten. Alles sehr renommierte Leute. Bei uns zu Hause. Weil es da am billigsten ist. Ja. Wir würden ja wirklich am liebsten mit Ihnen hier bleiben. Tja. Tja. Und wenn wir einfach deine Tante versetzen? Von mir aus sofort, aber du weißt, was davon abhängt, Ralf. Ja, Charlie, leider. Du, ich habe eine ganz andere Idee. Wie wäre es denn, wenn die jungen Damen einfach mit uns kommen würden? Ja, na, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Das ist überhaupt unverzeihlich. Also entschuldigen Sie bitte. Meine Tante ist nämlich eine sehr liebenswürdige, reizende Dame. Und sie wird sich schrecklich freuen, Sie kennenzulernen. Bestimmt. Na, was sagen Sie dazu? Ist doch kein Dreh. Vor ein paar Tagen, da wollten Sie schon mal was arrangieren. Aber Britta, schauen Sie, wenn wir das heute gewollt hätten, hätten wir Ihnen ja gleich sagen können, dass Sie mitkommen würden. Das leuchtet Ihnen doch ein, ne? Doch, das leuchtet mir ein. Ja. Na, dann gehen wir auch, ne? Es ist nämlich Charlies Erbtante und wir versprechen uns von diesem Abend sehr viel. Hoffentlich nicht zu viel. Aber Fräulein Britta. Bitte sehr, meine Damen. Guten Abend, Herr Wolke. Was bedeutet das? Das ist hier so Brauch, wenn Damen Besuch kommen. Stimmt das? Ja, das stimmt, aber sie ist schon ganz verrostet. Sie war ewig nicht mehr im Betrieb, ja. Sind wir die ersten Gäste? Ja, Gott sei Dank. Ich meine, dann haben wir sie doch wenigstens ein paar Minuten für uns alleine. Sehr hübsch ist es hier. Tja. Da geht's übrigens zu unserem Dachgarten rauf. Ja, also, sollen Sie mal gucken? Das müssen Sie gesehen haben. Ja, bitte kommen Sie doch. Darf ich bitten? Kommen Sie, Frau Ritter. Vorsicht. Wolke. So, nun aber ab zum Telefonieren. Jawohl. Und wenn Sie wieder zurück sind, immer schön darauf achten, dass die Damen auch genug zu trinken haben. Verstehe, ja. Die Damen sollen Sie, Ihre Tante und mich doppelt und dreifach sehen und glauben, Sie wären in großer Gesellschaft. Genau so ist es. Ich verstehe. Schön hier, nicht? Ja, besonders am Abend, wenn es so dunkel wird, der Mond dann am Himmel steht, pfeift der Wind so um die Schornsteine, Schaukel bewegt sich. Kann man eigentlich alles vergessen. Prost, bitte. Dir wohl. Wie viele Gäste erwarten Sie heute Abend? Ungefähr 10. Ist eigentlich schade, nicht? Oder warum sind Sie eigentlich so fremd und so firm? Schauen Sie, wir kennen uns doch nur schon eine ganze Zeit, nicht? Wenn Sie wüssten, wie... Geht es bei Ihnen immer so schnell? Ja, wenn ich Zeit habe, nicht, aber Sie reisen doch morgen schon ab. Hm? Wenn die anderen erst alle da sind. Moment, bitte. Hallo? Hier ist der Direktor von der Gasanstalt. Wir bekommen heute Koks, Herr Salman. Und darum kann ich leider nicht zu Ihrem reizenden Abend kommen. Oh, das tut mir aber furchtbar leid. Sie können nicht kommen? Dankeschön. Auf Wiedersehen, Herr Konsul. Der Herr Konsul haben leider abgesagt. Hallo? Hier ist noch einmal der Direktor von der Gasanstalt. Eben fällt mir ein, meine Frau hat heute ein Kind gekriegt, die kann auch nicht kommen. Was denn? Ihre Gattin hat ein Kind bekommen? Wie mich das freut. Gratuliere. Von wem denn?
Das ist aber kein Grund, dass Sie sich gleich so aufregen. Ich dachte, Sie wüssten es wirklich. Bitte. Schon wieder eine Absage. Hallo? Mensch, Wolke, machen Sie doch mal eine kleine Pause. Nicht so dicht hintereinander. Kann ich nicht. Draußen stehen zwei Frauen, die wollten unbedingt rein. Und wenn die einmal drin sind, komme ich dies Jahr nicht mehr ran. Ich habe keine Villa, keine Wohnung mit Komfort. Ich habe nur vier Wände und sehr, sehr viel Humor. Den Sonnenschein beziehe ich aus allererster Hand und mache sie heute gern mit meiner kleinen Welt bekannt. Gehen Sie bis zum vierten Stock und dann noch ein kleines Stück. Dort wohnt das große Glück, dort wohnt das große Glück. Wenn sie klingeln, klingt das fast wie ein Liebeslied so süß. Und dann öffnet sich die Tür zum Paradies. Schon in wenigen Minuten fühlen sie sich wie zu Haus. Zwischen Wolken und Petunien sieht die Welt ganz anders aus. Gehen sie bis zum vierten Stock und danach ein kleines Stück. Dort wohnt die Liebe und das große Glück. Mach mir keine Sorgen und ich bleibe Optimist, weil mein Gerichtsvollzieher nicht gut bei Puste ist. Hier gibt es keinen Fahrstuhl, drum lässt er mich in Ruhe. Doch Sie, mein Fräulein, lade ich ein, ich mut es Ihnen zu. Gehen Sie bis zum vierten Stock oder noch ein kleines Stück. Dort wohnt das große Glück, dort wohnt das große Glück. Schon nach wenigen Minuten fühlen sie sich wie zu Haus. Zwischen Wolken und Petunien sieht die Welt ganz anders aus. Gehen sie bis zum vierten Stock und dann noch ein kleines Stück. Dort wohnt die Liebe und das große Glück. Schon wieder der Direktor von der Gasanstalt. Der Koks ist jetzt da, aber ich kann trotzdem nicht kommen. Mein Gasometer ist inzwischen undicht geworden. Danke. Der Direktor von der Gasanstalt. Der Koks ist jetzt da, aber er kann trotzdem nicht kommen. Bei ihm ist was undicht. Direktor von der Gasanstalt, ja. Hatten wir den auch eingeladen? Aber natürlich, der große Dicke. Ach, ja, richtig, stimmt. Ja, entschuldige, ganz vergessen. Und darum bitte ich Sie, meine Damen und Herren, auf das Wohl des Mannes anzustoßen, der sich um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern so außerordentlich große Verdienste erworben hat, Herrn Dr. Otto Dernburg. Sehr geehrter Herr Generalkonsul, meine Damen und Herren, das menschliche Gehirn ist eine komische Sache. Es funktioniert von der ersten Stunde der Geburt an, Tag aus, Tag ein, bis zu dem Augenblick, wo man eine Rede halten muss. Womit natürlich nichts gegen meine Herren Vorredner, die die Frau gesagt haben, möchte. Im Gegenteil, die Brillanz seiner Worte wäre einer besseren Sache würdig als meinen bescheidenen Verdiensten, die er in so liebenswürdiger Weise gerühmt hat. Ich möchte daher seine Komplimente weitergeben an Frau Carlotta Ramirez, der Hauptaktionärin des Syndikats, die nicht nur die wirtschaftlichen Beziehungen, sondern als charmante und liebenswürdige Frau auch die menschlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern so, ich möchte sagen, so... Enorm? Enorm vertieft hat. Darauf erhebe ich mein Glas.
Oder auch. Meine Damen und Herren, der Kaffee ist nebenan im Salon serviert. Darf ich bitten? Ich möchte ja viel lieber mit Ihnen irgendwo in einer Bar einen Cognac trinken. Sie wissen doch, ich trinke nie Alkohol. Dann einen Kaffee, einverstanden? Sind Sie mir sehr böse, wenn ich Nein sage? Selbstverständlich. Nein, nein, ich meine, im Gegenteil. Nein, ich wollte sagen, wahrscheinlich haben Sie etwas Besseres vor. Nur ein Plauderstündchen mit der Frau Generalkonsul. Ah, ich verstehe, Damen unter sich. Dann wünsche ich einen reizenden Abend. Danke, gleichfalls, Herr Doktor. Und soll das Gespräch auf mich zufällig kommen, dann bitte ich um gute Nachrede. Ich werde mich bemühen. Im Voraus besten Dank. Und was machen Herr Doktor heute Abend? Oh, so das Übliche, laufende Intrigen erledigen. Ne? Ich verstehe. Herren unter sich. No, muss nicht unbedingt sein. Man weiß ja nie vorher, wie die Dinge sich entwickeln. Madame? Meine Liebe, ich komme. Können Sie bitte ein Gespräch für mich führen? Selbstverständlich nie, Frau. Du bist bezaubernd hier. Ja, und darum gehen wir jetzt. Nur gehen? Warum denn? Weil wir sonst vielleicht Dummheiten machen. Charlie, wenn schon auf mich aufpassen. Fangen Sie mich! Fehlt nur noch die Absage von Charles Tante. Die Tante wird leider die Einzige sein, die nicht absagt. Und wenn sie doch absagt? Dann, was dann? Dann sag ich auf Wiedersehen. Und dann ziehe ich ihnen die Leiter weg und sie sitzen in der Falle. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Britta, das war doch nur ein Scherz. Bin ich Ihnen denn wirklich so, so unsympathisch? Im Gegenteil, Ralf. Aber gerade darum möchte ich nicht mit Ihnen allein sein. Können Sie das nicht verstehen? Ja, hier ist Charlie Salman. Wetten, dass es Charlies Tante ist, die absagt? Danke. Meine Tante lässt ausrichten, sie weiß nicht, ob sie heute noch kommen kann. Noch? Der letzte Absagen. Jetzt kommt keiner mehr. Guten Abend. Oh, guten Abend. Entschuldigen. Ich dachte, Sie wären die Tante von Herrn Salman. Nein, ich bin nur der Bruder von Herrn Dernburg. Angenehm. Herr Wolke, ich bin der Vermieter dieser Wohnung. Aha. Darf ich bitten? Danke, Herr Wolke. Ich glaube, Ihr Herr Bruder rechnet gar nicht mehr mit Ihrem Kommen. So. Sie hätten etwas anderes vor, ja, sagte er. Hatte ich auch, aber man weiß ja nie vorher, wie die Dinge sich entwickeln. Nicht? Oh, verheiratet? Wie? Ach, nein. Eine kleine Vase hat sich verirrt. Ach, ja. Purer Zufall. Ja. Die Herren sind mit den Damen oben. Aha. Na, wirklich reizende Damen. So. Gut, da wollen Sie denn wirklich schon gehen? Ja. Schauen Sie, ich habe schon oft einem Mädchen gesagt, dass es mir gefällt, aber noch nie, dass ich verliebt bin. Oh Gottchen, der Kleine. Hm? Darum bleiben Sie doch, bitte. Nein, Ralf, ich gehe. Nur weil unsere Gäste nicht gekommen sind, schauen Sie. Aber mein Bruder kommt, der müsste eigentlich schon da sein. Ach, Ihr Bruder. Was Sie mir von ihm erzählt haben, ist erst recht ein Grund zu gehen. Na, warte, Kleiner. Die Leiter ist ja fort. Ralf! Also, Britta, ich schwöre Ihnen, das kann nur Wolke gewesen sein. Weil Sie es ihm gesagt haben. Nein, es ist wirklich nur ein Zufall. Natürlich, alles Zufall. Dass Sie 10 Leute eingeladen haben und alle 10 im letzten Augenblick absagen. Also schön, ich gebe zu, das war ein Schwindel. Ein 10-facher Schwindel. Ja, aber die Tante war doch kein Schwindel. Wenn sie wenigstens gekommen wäre, hätte ich über den Schwindel mit den anderen Gästen gelacht. Aber die Tante war genauso ein Schwindel. Genau wie die Leiter, die Herr Wolke weggenommen haben soll. Ich schwöre Ihnen, Herr Wolke hat wirklich nichts. Sogar jetzt lügen Sie noch. Und darum gehe ich. Dann sehen wir uns doch nie wieder. Das ist ganz gut so. Denn warum sollten wir uns wiedersehen, wenn Sie fortwährend lügen und ich kein Vertrauen zu Ihnen haben kann? Wo ist denn das Telefon? Bitte. Sorgen Sie dafür, ganz egal wie, dass die Damen noch einen Augenblick hier bleiben. Ja? Hallo? Hallo? Ja, hier Dr. Fernburg.
Tag. Sagen Sie mal, können Sie meinen Fahrer irgendwo erwischen? Bitte, Herr. Ja? Bitte, Herr Doktor? Peter, sag mal, du bist noch da. Wieso bist du überhaupt noch da? Du wolltest in der Stadt dich amüsieren, hm? Das kann man im Hotel auch. Aha, du, pass mal auf. Ich habe einen Auftrag für dich, ja? Den eiligsten Eilauftrag deines Lebens. Ja, pass auf. Jawohl, Herr Doktor. Jawohl, Herr Doktor. Jawohl, Herr Doktor. Werde ich alles besorgen. Jawohl, ich fliege. Guten Abend, Herr Berg. Schicken Sie mir noch einen starken Kaffee aufs Zimmer. Es war eine sehr anstrengende geschäftliche Sitzung heute. Bitte sehr, Herr Ström. Und was soll mit den Theaterkarten geschehen, die Sie bestellt haben? Was? Haben die jungen Damen denn die nicht abgeholt? Nein, die Karten sind noch hier. Was? Die Damen sind gar nicht im Theater? Nein, sie sind ausgegangen. Das Adressbuch. Jawohl, bitte sehr. Bestellen Sie doch bitte endlich ein Taxi. Ulla, komm. Ich mag noch nicht. Darf ich Sie denn wenigstens noch zum Hotel bringen? Wozu? Kuckuck! Gehört, will dir helfen. Das werde ich dir nie vergessen. Mhm. Frau, ich finde es also wirklich zauberhaft, dass Sie doch noch gekommen sind. Charlie, sieh doch mal, wer hier ist. Deine Tante Lotti. Du bist also Tante Lotti. Das ist Otto, aber halt's Maul. Herr Doktor! Herr Doktor! Hallo! Charlie, bitte gib doch deiner Tante etwas zu trinken, ja? Herr Wolke, was heute Abend auch passiert, mein Bruder ist für Sie und für jeden anderen Charlies Tante. Verstanden? Wie Sie wünschen, Herr Dernburg. Und das mitten in der Woche. Das ist Tante Lotti. Angenehm. Angenehm. Es ist schönes Wetter heute. Tja, ja. Tja, ist ja überall schönes Wetter. Ne? Ja, ja, Tante. Reizen Sie wiederzusehen. Aber du kennst die Damen doch noch gar nicht, Tante Lotti. Ach, Tante Lotti kennt die Damen noch gar nein, nicht. Ja. Nein, kennt sie no. gar nicht. Nee. Nein. Willst du dich nicht setzen, Tante Lotti? Nein, ich muss sofort wieder weg. Aber dann trinkst du wenigstens eine Kleinigkeit mit uns, ja? Ja. Wenn es sein muss. Ach ja, Tante. Zum Wohlsein. Ja, danke. Prost. Prost. Oh. Oh. Tante, darf ich? Ja. So. Oh, kleiner Scherz von mir. Ich scherze so gern. Ja, ich finde, wir könnten doch eigentlich alle was trinken, nicht, Tante? Ja. Herr Wolke. Bin schon da. Nimm doch bitte einen Augenblick bei uns Platz, Tante. Ja. Okay. Ich hab mir ist ein bisschen kühl, nicht? Das Klima hier bekommt Ihnen wohl nicht. Doch, enorm. Warum auch nicht? Du bist doch Ausländerin aus Südamerika, wo die Affen herkommen. Muss Menschen doch gesagt werden. Ja, in meiner Heimat, wo die Affen herkommen, ist natürlich viel heißer, nicht? Aber hier in Europa, da regnet es ja immer. Auch der letzte Sommer, der war wohl der wärmste Winter, den wir hatten, ne? Haben Sie Kinder, gnädige Frau? Mhm. Kinder? Nein. 9. Ja, also 9 bis 10. Hab lange nicht nachgezählt. Wo sind Sie denn? Ach Gott, das weiß man als Mutter noch nie so ganz genau, wo die Kinderchen sich rumtreiben, ne? Das traut man Ihnen gar nicht zu, gnädige Frau, dass Sie schon so große Kinder haben. Hab eben früh angefangen, mit dem Heiraten. Außerdem ist der erste Sohn der zweite Sohn aus der dritten Ehe meines vierten Mannes. Ach, Sie waren mehrmals verheiratet? Ja, immer wieder. Macht doch Spaß, ne? Komm, red doch nicht so einen Kohl. So dämlich sind die beiden nicht. Nee? Prost. Ja. Darf ich mir erlauben, gnädige Frau? Was ist denn? Oh,
Oh, das ist aber lieb von Ihnen. Ne? Ja. Ja. Ach, da darf ich es am Busen stecken? Ja, bitte. Ja. An deinen Busen. So witzlos. So. Kitzelt ein bisschen, ne? Macht aber nichts. So. Tante. Jetzt kriegt Britta auch was Kleines von mir, ne? Komm mal her. So. Ist aber lieb, die Blusen, die Blumen, meine. Tante, nee? Wollten Sie sich nicht jetzt ein bisschen, verdrücken? Ja, gern. Natürlich. Kommt, Kinderchen. Kommt. Jungs müssen ja nicht unbedingt hören, was wir Mädchen uns zu erzählen haben, ne? So, ich habe das Gefühl, dass wir mit deinem Bruder ganz schön in den Sand gepustet haben. Zuerst dachte er, kann nicht mal bis 13. Und jetzt? Denkst du, der ist mit allen Wassern gewaschen. In dem haben meine Eltern genauso viel Freude gehabt wie an uns anderen 8 Brüdern zusammen. So seht ihr das an. Was macht ihr denn da? Nicht gucken. So. So. Von dem können wir noch allerhand lernen. Ich habe den Kindern gesagt, sie sollen die Kleider tauschen. Steht ihnen viel besser. Für sowas hat man als Frau doch einen Blick. Ach, findet ihr nicht? Ja, vielleicht haben die Jungs recht, nicht? Anders war es vielleicht doch besser. Komm. Weißt du, was wir sind? Hm? Waisenknaben. So kleine Waisenknäblein. Sagen Sie, gnädige Frau. Aber wozu unter uns Frauen die Förmlichkeit? Sagt doch Tante zu mir. Das heißt, wenn ihr wollt. Oh ja, da kann ich viel leichter fragen. Was denn? Wir beide mögen die Jugend so gerne. Britta ist sogar in Ralf verliebt. Wer sagt das? Na, du selbst. Die Jungen sind ja auch so nett und so anständig, ne? Was sollen wir tun? Wir fahren morgen wieder ab. Mhm. Und wir sehen die beiden vielleicht nie wieder. Mhm. Sie sind doch eine alte, ich meine reife Frau. Würden Sie in einem solchen Falle schwach werden? Oh, Leichen, bist du süß und Britterchen auch. Nun kommt mal her zu Tantchen, ja? Nun hört mal zu. Wenn ihr wirklich so richtig verliebt seid, dann werdet doch ruhig mal ein bisschen schwach, ja? Küsst so viel ihr wollt. Oh, ich bin so froh, dass Sie gekommen sind. Mhm. Damit haben Sie mir so geholfen. Mehr, als Sie wissen können. Das weiß ich doch. Woher? Oh, Tantchen war ja auch mal jung, ne? Ja, was siehst du? Den schmeißen wir jetzt raus. Dann sag sie. Das kann ich nicht. Sag du es ihm. Ist ja dein Bruder. Kann ich auch nicht. Ist doch deine Tante. Also dann gemeinsam. Komm, los, komm. Oh, wir drei, wir verstehen uns aber ausgezeichnet, nicht? Na, Herr Dernburg, warum schubsen Sie mich denn? Was ist denn? Oh, die Jungs, die schubsen immer so. Aber Tante, wie ist das eigentlich? Du wolltest doch bald wieder gehen, ne? Ja, ich muss zum Friseur, Dauerwellen. Ja. Ach, Kinderchen, und morgen gehen wir alle in meinen Modesalon, ja? Da habe ich mir so ein süßes Nachthemd arbeiten lassen. Da müsst ihr unbedingt sehen, wie es mir steht, ja? Oh, ja, gerne. Nee. Du, deine Tante, die stellt sie aber nur überhaupt nicht mehr vor den Mädchen. Junge, Junge, was ist denn? So schlecht ist meine Figur ja noch wieder nicht. Das kann ja alles sein. Nee. Also auf Wiedersehen, nee. Frau. Du kommst aus Wiedersehen. Mal wieder besuchen. Nee. Ja, das war fein. Ja. Ach, bleiben Sie doch noch da. Meine Tante hat leider was zu tun. Ja, morgen habe ich große Wäsche. Mhm. Junge, Junge, da sind noch mal 2 schnelle Dampfer. Wo habt ihr die aufgegabelt? Komm aber endlich raus, ja? Also ist meine Cousine aus Brasilien jetzt da? Ja, die Tante von ihrem Herrn Sohn ist oben, Herr Salm. So, also dann wollen wir das alte Mädchen begrüßen. Ich wünsche euch noch allen einen schönen, vergnügten Abend. So, unter mir ist was. Was denn? Hallo, Charlie. Vater. Na, wo ist sie denn? Ja, darf ich dir vorstellen? Doch, ich kenne sie doch. Oh, viel länger als du. Ja. Meine Liebe, du gestartest wohl, ne?
Ach, muss das sein. Wir sind doch nicht allein. Ne? Donnerwetter, bist du aber eine reiche Frau geworden. Ja. Sieht man mir das an? Na, ich wollte sagen, eine hübsche Frau, eine sehr hübsche Frau. Aber Geld hast du auch. Ich habe gelesen in der Zeitung, ja? Ja. Du sollst ja irrsinnig viel Moneten haben. Ja, habe ich auch. Willst du mal sehen? Hm? Wie lange haben wir uns eigentlich jetzt nicht mehr gesehen? Oh, mindestens 50 Jahre. 50 Jahre? Aber Fratz, du Süßer. Oh, nicht. 50 Jahre. Warst du noch gar nicht auf der Welt damals? Ja, eben. Wer bist du überhaupt? Du bist immer noch derselbe Wildfang wie damals. Oder kennst du mich wirklich nicht mehr? Ja, wer bist du denn? Ich bin doch dein lieber Vetter August. Der liebe Vetter August. Ja, ich erinnere mich nicht mehr. Ja, kein Wunder. Du warst damals schon ein ganz kleines Baby, vielleicht 4 oder 5 Jahre alt. Ja. Aber du warst ein süßer Franz. War ich? Ja. Zum Anbeißen. Du, aber angebissen wird heute bei mir nicht mehr. Na, nur lass mich doch mal. So, da hast du eine dolle Fahne. Schäufst du immer noch so viel? Also, liebe Cousine, nach Mineralwasser duftest du eigentlich auch nicht. Ja, du bist ein Kerl, du. Ich mach mir in die Hose. Sind ja deine, ne? Eben nicht deine. Meine waren nicht aufgebügelt. Das sind wohl deine Töchter, was? Zauberhaft, gratuliere. Die wie aus dem Gesicht geschnitten. Nein, das ist leider ein Irrtum von dir, du dummer August. Du. Kommt mal her, möchte euch vorstellen. Wer ich bin, werde ich den Herrn schon selber sagen. Eine Frechheit ist das, eine Unverschämtheit. Ah, ich kann mir schon denken, was die Herren da oben... Was ist denn los? Was ist denn hier eigentlich für ein Krach? Wenn Sie nicht sofort die Mädchen herausgeben, dann steige ich Ihnen aufs Dach. Sie weigern sich, Sie... Hallo, Tri. Ich hole die Polizei. Wieso Polizei? Moment, ich hole Ihnen mal eine von den Damen. Ulla, Ihr Onkel ist da. Onkel Nils? Ja. Woher weiß er denn, dass wir hier sind und nicht im Theater? Wir haben vergessen, beim Portier die Karten abzuholen. Er darf auf keinen Fall aufs Dach kommen. Ja, natürlich. Tante Lotti, darf ich Sie mal einen Moment bitten? Ja. Entschuldigung. Sie wünschen, Herr Dernburg? Du, der Onkel von dem Mädchen ist da. Das entspannt ihn ein bisschen. Komm, ich bin den Eisbären her und die Tasche auf. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Erst mal runter. Du hast doch Scham, Tante. Die Nase voll langsam. Ja, ich kann dir doch nicht helfen. Na, ein bisschen schneller, Ulla. Vielleicht wird's bald, ja? Na, Hände weg, Sie Schmutzfink. Wer sind Sie denn? Eine Dame. Hut ab, Sie Flegel. Aufstehen. So, jetzt können Sie sich hinsetzen. Gestatten Sie, dass ich mich vorstelle. Nils Bergström, Kaufmann, Stockholm, Schweden. Ich bin die Tante von einem der beiden jungen Herren da oben. Frau Lotti, Frau Carlotta Ramirez aus Rio. Ja, die bin ich. Oh, okay. Carlotta Ramirez, die bin ich. Und die ist Charles Dant. Ausgerechnet. Na schön. Carlotta Ramirez, die berühmte Kaffeemillionärin. Gute Freunde nennen mich die Kaffeemilli. Nee, Frau, ich bin außer mir vor Entzücken, Sie kennenzulernen. Ja. Na, lieber Charlie, wie findest du denn Tantchen? Das ist sie nicht zauberhaft? Eine rassige Person, was? Eine Dame vom Scheitel bis zur Sohle. Das ist sie, eine Dame vom Scheitel bis zur Sohle. Ist sie, weißt du etwas Näheres? Ist sie noch zu haben? Oder ist sie... schon vergeben? Hat sie ein Verhältnis? Mit einem Mann? Hat sie nicht. Hat sie nicht? Weiß ich ganz bestimmt, Vater. Das ist sehr erfreulich. Sehr erfreulich zu wissen. Für wen? Für wen? Der hier richtig den Hof zu machen versteht und eventuell hier einen Heiratsantrag unterbreitet. Was denn du? Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht, dummer Junge? Also, könnte nicht schaden, auch dir nicht. Als Erbe eines Millionenvermögens. Das würde ich aber lieber lassen, Vater. Warum? Bei der Tante stimmt was nicht. Stimmt so? Im Kopf? Im Kopf auch. Aber das Übel, weißt du, sitzt tiefer. Viel tiefer. Oh, Peter. Frauchen kommt! Der Sekretär von Herrn Dr. Dernburg. Ich habe heute meinen freien Abend, gnädige Frau. Und deshalb waren Sie so frei. Sagen Sie, Herr Dr. Dernburg schläft wohl schon? Ich glaube kaum, gnädige Frau.
Dann ist er im Hotel? Nein, gnädige Frau, macht einen Besuch bei seinem Bruder. Ach, eigentlich könnten wir auch noch in Verwandtschaft nehmen. Ruf mal meinen Neffen an und frag ihn, ob es ihm passt, wenn ich jetzt noch komme. Ja? Tut mir leid, ich kann Herrn Salman jetzt nicht stören. Er hat gerade Besuch von seiner Tante aus Brasilien. Vielleicht rufen Sie morgen noch einmal an. Na, was sagt er? Soll ich noch kommen? Nein. Wieso nicht? Na, weil Sie schon da sind. Ihr Neffe hat gerade Besuch von seiner Tante aus Brasilien. Was? Besuch von mir? Wie ist das möglich? Das kann ich mir auch nicht erklären. Du, die Frau müssen wir uns ansehen. Sag mal, wo ist übrigens mein grünes Kleid? Das habe ich in die Reinigung gebracht, aber morgen ist es schon fertig. War das nötig? Dann leg mir bitte das raus. Ich gehe inzwischen ins Bad. Ja. Ja? Peter, ich muss sofort das Kleid wieder haben. Heute Nacht noch? Bitte, bitte, sofort. Wie stellst du dir das vor? Man kann doch einer Dame nachts nicht einfach die Klamotten bitte, ausziehen. Bitte, Peter. Na ja, mal sehen. Gut damit, was? Gut, Herr Bergström. Sie sind aber ganz los, aber. Willst du noch einen? Ah, ja. Ja? Ja. Nochmal? Ja. Möchtest du gern wissen, was dieser widerliche Kerl immer mit deiner Tante zu flüstern hat? So was? Ja. Man kommt gar nicht an sie heran. Ein schamloser Mitgiftjäger. Ja, 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 ja. Und weiter. Und dann. Mein Gott. So streng sind da die Bräuche. Hat mir damals unser Kindermädchen erzählt. Sie sind ein Mordsweib. Na, Herr Bergström, nicht doch. Mit Ihnen kann man doch offen reden. Kann man, aber leise bitte. Ja. Ne? Was halten Sie davon, wenn wir beide mal... Ja? Pfui, Sie Schwein. Mit Ihnen spreche ich jetzt aber kein Wort mehr. So, was? Also diesem schwedischen Raubritter werde ich jetzt seine Süßholzraspelei aber gründlich versalzen. Tu das, Vater, tu das. Herr Bergström, unten in der Wohnung ist ein Herr, der Sie dringend zu sprechen wünscht. Na nu, mich? Ja, ja. Ja, danke schön. Bitte. Du bist ein kleiner Schäker, du lieber August, du. Oh, verdammt noch mal. Nein, ich würde sagen, ich wollte sagen, Karamba. Lass sie doch sitzen. Lass sie doch sitzen. Du hast leicht reden. Das stört mich. Was, meine Rose? Nein, der Stängel. Ja, die ist. Ulla, wo wirst du morgen um diese Zeit sein? Bei dir, Charlie. In Gedanken. Ja? Morgen, übermorgen und immer. Ihr reizender Zorn ist auf mich verflogen, Frau Carlotta. Darf ich bitten? Was denn? Ein kleines Tänzchen. Na, bitte gern. Es kann heute sein. Es kann morgen sein, dass du zärtlich zu mir sagst, ich liebe dich. Sagst du heute auch nein,
Morgen siehst du es ein, dass das Schicksal dich hat auserwählt für mich. Wenn die Stunde schlägt, wo dein Herz sich regt, und auf diese Stunde, Liebling, warte ich. Kommst du zu mir von allein und sagst lächelnd, ich bin dein, lass mich mit dir glücklich sein. Könnten wir nicht wenigstens gute Freunde werden, Kabouter? Nein, mein lieber Bergström, in mir schlummert ein tiefes Geheimnis. Ich bin keine Frau wie die anderen. Oh, fehlt Ihnen was? Im Gegenteil. Aber ich empfinde vielleicht für Sie nur schwesterliche Gefühle. Ich habe es als gar nichts. Darf ich Ihnen wenigstens ein Bruderküsschen anbieten? Ach, jetzt fangen Sie doch schon wieder an. Für eine Schwester sind Ihre Gefühle aber reichlich kühl. Ja, dafür haben Sie wahrscheinlich als Bruder wärmere für mich, ja? Was darf ich denn hoffen? Nichts, gar nichts. Nein, mein Herz ist nicht mehr frei. Ich liebe einen anderen. Aber vielleicht komme ich Ihnen entgegen, soweit ich kann. Ja? Entschuldigen Sie mich jetzt bitte mal einen Moment. Was ist denn los, Otto? Ist was? Ja, jetzt ist Schluss mit der Kaffeetante. Ich zieh mich aus. Aber das geht doch nicht, Otto. Noch nicht. Bitte nicht. Geht nicht. Ich habe keine Lust mehr, sage ich dir. Erstens macht mir der alte Schwede dauernd unsittliche Anträge. Zweitens will ich meine anständige Zigarre rauchen. Und drittens liegt mir diese verflixte Rose im Magen. Was? Hm? Warte mal, vielleicht kann ich daran. Ja? Hm? Was ist denn? Was? Ich komme nicht. Also, Was dein Freund Ralf ist ein ganz unmöglicher Bursche. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger Umgang für dich ist. Warum denn nicht? Sieh doch hin, was der mit deiner Tante treibt. Oh, warte. Es wäre doch voll gelacht, wenn wir das Ding nicht kriegen würden. Hm. Also das hätte ich dir seit dem Alter mit deiner Dame noch nicht erlaubt. Und das mitten in der Woche. Entschuldigen Sie, Britta, aber ich musste mich nur noch um Charles Tante kümmern. Oh, ich muss unbedingt mit Charles Tante sprechen. Ja? Vielleicht kann sie Ullas Onkel überreden, dass wir es in einer Woche erfahren. Ist mir auch noch viel zu früh. Die Damen wünschen. Ich hätte gerne Frau Carlotta Ramirez gesprochen. Ihr verstorbener Mann war ein sehr guter Bekannter von mir. Freut mich sehr, Herr Wolke. Ja, ich weiß zwar nicht, ob Frau Carlotta Ramirez Sie jetzt empfangen wird, denn Frau Carlotta Ramirez ist im Augenblick sehr beschäftigt. Wen darf ich melden? Mrs. Thompson, bitte. Mrs. Thompson, ja. Bitte. Mrs. Darf ich bitten? Wir betrachten Sie als unseren guten Engel, Tante. Ja? Bitte sprechen Sie mit Onkel Nils. Oh, was bekomme ich denn dafür? Ein Küsschen? Ja, so viele Sie wollen. Wenn ich einen Augenblick stören darf, ja? Unten sind zwei Damen. Ja, sollen raufkommen, nicht? Ist dann ein Aufwaschen. Küsschen, das ist lustig, nicht? Kinderchen. Küsschen, kleines Küsschen. Oh. Was ist denn? Tante leidet manchmal so an nervösen Zuckungen. Oh, Herr Bergström, ja, da ist er. Ja, kommen Sie doch. Ja? Ja, an meine grüne Seite. Ja, aber gern, Frau Carlotta. Was ist denn? Was haben Sie denn? Ach, soll Wolke Ihnen... Die Dame dort, das ist Frau Carlotta Ramirez. Ihr Kleid ist doch in der Reinigung, Frau Carlotta. Aber das ist doch genau dasselbe. Donnerwetter, die Frau hat Rasse, was?
Gestattengegenste. Auszahlbar. Oh, ich freue mich. Entschuldigen Sie bitte die Störung, aber ich hätte gerne Frau Ramirez gesprochen. Darf ich mir erlauben, Sie mit der Dame bekannt zu machen? Bitte schön. Das ist Donna Ramirez. Sie sind also Frau Ramirez. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich habe Ihren verstorbenen Mann sehr gut gekannt. Oh, er ist tot. Oh, wie traurig. Auf Wiedersehen. Aber Frau Ramirez, Sie wollen schon gehen. Ich hätte mich so gerne noch mit Ihnen etwas unterhalten. Ja, weil Sie es sind. Sie sind also eine intime Freundin meines seligen Mannes. Och, das wäre zu viel gesagt. Ich lernte ihn auf einer seiner vielen Reisen kennen. Er war ein nobler, großzügiger Mensch, ja? Der einer Dame jeden Wunsch von den Augen ablas. Siehste, habe ich ihm auch immer gesagt, wenn er verreiste. Mein lieber Otto, habe ich gesagt, gib doch kein Geld aus für Dinge, die du zu Hause umsonst haben kannst. Du, jetzt wird's aber bitter, Charlie. Pedro war wirklich ein Gentleman. Wer ist denn Pedro? Na, Pedro war doch Ihr Gemahl. Natürlich. Sehr. Ach ja, Pedro hieß er, nicht Otto. Ich glaube, das war mein Dritter. Stimmt. Ja. Pedro war ein Gentleman. Leider soff er so. Sprich von was anderem. Ach so. Und er konnte so wunderbar Geschichten erzählen. Mhm. Was haben wir oft gelacht. Stimmt, was haben wir oft gelacht. Ich habe seine Geschichtchen auch nie verstanden. Na, und sein enormer Reichtum. Mhm. Dabei hat er als Kaffeehändler ganz klein angefangen. Ja, und jede Bohne einzeln verkauft. Deine Gierigste darf ich mir erlauben, bei Ihnen Platz zu nehmen. Aber bitte, Herr Salzmann. Sind Sie Bergström, ein Glas Sekt, liebe Frau. Danke. Mir bitte einen Cognac, ja. Einen doppelten, Mensch, dreifachen. Entschuldigen Sie mich, bitte. Du kannst doch nicht einfach weglaufen. Ach, du musst doch noch wenigstens... Nein, Schluss jetzt. Was warst du denn? Schluss, sage ich dir. Kann nicht mehr. Fertig. Bitte dich, Otto, du kannst doch hier nicht einfach noch... Kann bitte, du musst doch noch mit dem Bergström rechnen. Ja. Meine Güte. Die Mädchen fahren mir doch weg. Lass sie doch. Nein, lass sie nicht. Du bist doch mein Bruder. Schluss, sage ich dir. Na, du machst mir Spaß. Mehr. Was heißt denn das? Das da ist doch die richtige Tante. Hm. Was? Darf ich Ihnen meinen Sohn vorstellen? Guten Tag, meine Frau. Ich hoffe, dass Sie sich hier bei uns wohlfühlen. Das ist Carlota Ramirez? Ja. Ihr Sohn ist dabei reizend. Dankeschön, Nächste. Oh, Mona, das ist Herr Salman, meine Sekretärin. Guten Abend. Was fällt denn dem da ein, was? Geht da ran an die hübsche Frau, als hätte sie bloß auf ihn gewartet. Na, ich sag dir, jetzt mach ich noch den schwedischen Onkel fertig und dann raus aus den Klamotten. Weiß doch nicht mehr, was vorne und hinten ist. Ja, Bergströmchen. Frau Carlotta, das sind Sie ja. Ja, mein lieber Nils, wenn ich Sie so nennen darf. Ich bin ja glücklich, wenn ich es höre. Ja, setzen Sie sich zu mir in die Laube. Ja, ja, Liebste. Bitte nehmen Sie auch Platz. Dankeschön. Ja, Sie haben mich, wie man hier so sagt, schwach gemacht und ich verweigere Ihnen nun nichts mehr. Verlangen Sie von mir, was Sie wollen. Im Ernst? Ich schwöre es Ihnen, als Frauenmutter. Aber Sie müssen mit den beiden Kinderchen mindestens noch 8 Tage hier bleiben. Tun Sie das? Ja, solange Sie wollen. Wenn es sein muss, für immer. Ach, Frau Carlotta! Ja? Sie sind doch nicht gemeint. Ach so. Was spielen wir jetzt? Charlie, komm mal bitte, ja? Entschuldigen Sie bitte, Ulla. Komm mal mit. Augenblick. Was ist denn los? Du weißt du, wer das ist? Wer? Die Dame da. Hä? Nein. Carlotta Ramirez aus Rio. Deine Tante. Das ist doch mein Kleid, Mona. Das glaube ich nicht. Aber es ist doch gar nicht anders möglich. Wenn wir jetzt allein wären, könnte ich mich vergessen. Ja, ich mich auch, Nils. Aber leider sind wir nicht allein. Wie riecht es denn auf einmal hier so komisch? Oh, waren Sie das? Unter Ihrem Rock qualmt's ja.
Ja, da wird's auch ganz heiß. Ja, von was denn? Ja, da ist was durchgebrannt. Eine Zigarre? Ja. Wie kommt denn die dahin? Das waren Sie, Sie kleiner Schelm. Aber Frau Carlotta. Ja, solche Scherze liebe ich aber gar nicht. Ach, Herr Salmann, könnten Sie mir ein Glas Orangensaft besorgen? Aber mit dem größten Vergnügen. Nächste trinken keinen Sekt. Nein, nein, ich trinke nie Alkohol. So, bin sofort wieder da. Also diese Frau benimmt sich unmöglich. Und das alles auf meine Kosten. Entschuldigen Sie, ich muss sofort Herrn Dr. Dernburg sprechen. Bitte, bitte, bitte. Wo ist Herr Dr. Dernburg? Ja, auf dem Dach. Auf dem Dach? Auf dem Dach, bitte. Ach so, ja. Fouquet macht doch so ein Kleid nicht zweimal. Also wenn das Kleid von Fouquet ist, dann ist es mein Kleid. Wenn ich schon noch herauskriege. Bitte, meine Gnädigste. Oh, vielen Dank. Das ist schön. Frau Ramirez und Mona? Peter, ein Glück, dass du da bist. Ich muss sofort das Kleid wieder haben. Ja, wie soll ich das denn machen? Das weiß ich nicht, das ist mir egal. Frag nicht zu dumm, ich interessiere mich überhaupt nur noch für das Kleid. Los, mach schon. Ja. Aber Herr Salmann, Sie wollen doch nicht im Ernst behaupten, dass diese Frau Ramirez Ihre Cousine ist. Okay. Aber mir können Sie es doch ruhig sagen. Aber doch, meine Gnädigste. Sie ist es, ist ganz bestimmt. Warum soll es auch nicht sein? Also es bleibt bei unserer Abmachung, Bergströmchen, nicht? Und lasse ich Sie allein. Oh, Frau Carlotta, die Rose, der Rose. Sollte eigentlich böse mit dir sein. Kümmerst dich überhaupt nicht um dein kleines Cousinchen. Ja, du hattest so viel mit diesem schwedischen Herrn zu tun. Da wollte ich nicht stören. Aber ich hatte nur gewartet, dass du mich störst, du lieber August. Du. Entschuldigung. Frau Doktor, Kleid. Ich komme in die größten Spiegel. Ach, Sie sind das, gnädige Frau. Ich dachte schon, einer der Herren erlaubt sich wieder einen losen Streich. Bitte einen Cognac. Was? Kein Glas Champagner? Nein, Cognac. Einen großen Cognac. Mhm. August, schenk mal ein. Ich dachte, Sie trinken gar keinen Alkohol. Wie kommen Sie darauf? Ach Gott, nur so. Von Frau zu Frau kann man sich sowas ja ruhig sagen. Mhm. Jeden Tag so ein halbes Fläschchen Cognac ist schon ein wahres Labsal. Brauchen die Männer ja nicht zu wissen. Was, jeden Tag ein halbes Fläschchen Cognac und so ganz heimlich? Das bringt der Kummer, den man mit den Männern hat, schon so mit sich. Heute erst habe ich einen Herrn kennengelernt, einen Doktor. Ja? Aber der Name spielt ja keine Rolle. Doch, doch, erzählen Sie doch. War nicht nett? Ja, erzählen Sie bitte. Interessiert mich kolossal. Vielleicht verschwinden Sie mal jetzt ein bisschen, mein lieber August, ja? Handelt sich hier um Frauensachen. Ja, wie war denn das mit dem Herrn? Ach, Frau Carlotta, ich darf Sie doch so nennen. Ja, ich bitte darum. Der Mann war für mich die größte Enttäuschung meines Lebens. Aber das wird Sie nicht interessieren. Doch und wie, wir Frauen müssen doch zusammenhalten. Vielleicht kann ich aus Ihren Erfahrungen auch ein bisschen lernen. Na gut, Sie kennen den Herrn ja nicht. Nein, woher auch? An und für sich war er sehr nett. Mhm. Liebenswürdig, ein bisschen frech, ein bisschen schüchtern. Und galant. Woher wissen Sie? Vermute. Aber dann kam ich dahinter, dass er ein Doppelleben führt. Inwiefern? Ach, Frau Carlotta, ersparen Sie mir Einzelheiten. Mhm. Er hat ja nichts als Unfug und dumme Streiche im Kopf. Schade. Mhm. Nach meinen Erfahrungen hat es aber jedermann, wenn er mal verliebt ist. Ob er in mich verliebt ist, weiß ich nicht. Na, nach dem, was Sie erzählen, möchte ich es aber annehmen. Ich bin sogar sicher, dass er in Sie verliebt ist. Meinen Sie? Na klar. Na und Sie? Mhm. Erzählen Sie, kleine Herzchen, schon ein bisschen unruhig? Sie haben doch selbst gesagt, von Frau zu Frau kann man sich alles sagen. Als ich ihn das erste Mal sah. Ja? Ach was, warum reden wir dauernd über Männer? Reden wir lieber über uns. Oh. Ein hübsches Kleid haben Sie da an. Ach, der alte Fetzen. Na, erlauben Sie mir, das Kleid ist von Fouquet. Woher wissen Sie denn das? Oh, das sieht man. Mhm.
Ein bisschen eng in der Taille ist es wohl, ne? Ja, ich bin in letzter Zeit in den Hüften ein bisschen starr geworden. Gott, mit Ihrer Figur kann ich mich ja überhaupt nicht vergleichen. Treib ein bisschen wenig Sport. Auch dem kann man abhelfen. Ja. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich hole Sie morgen früh ab und wir gehen zusammen in die Sauna. Oh, na endlich. Peter, hast du das Kleid? Noch nicht. Oh, Peter. Aber sie bringt es gleich selbst, hat sie mir gesagt. Peter. Übrigens, Frau Carlotta, Ihr seliger Mann hat immer erzählt, dass Sie so eine hübsche Stimme hätten und so wunderbar tanzen könnten. Wirklich? Und das hast du uns verschwiegen, liebe Cousine? Charlie, los, Musik! Die Tante will uns das vorsingen und tanzen. Nein, wer sagt das? Aber wenn wir sie alle recht herzlich bitten, ja, Leute. Nein, meine Stimme hat sehr gelitten seit meinem letzten Kind. Aber liebe Tante. Ach nein, ich will dich nicht immer so quälen. Hier, bitte, Tante. Ach ja, wenn euch unbedingt den Magen verderben wollt, mir soll es recht sein. Gut, singe ich eben ein Heimatlied. Träume aus der Pampa. Die Flatte hat er sogar. Ja. Meinem Heimatland Brasilien platzt jedermann vor Temperament. Drum zieht es mich so nach Brasilien, wo Leidenschaft wie Feuer brennt. Das ist das Land der Abenteuer, dort kann man wirklich glücklich sein. Man singt und tanzt am Lagerfeuer, bis in die Urwaldnacht hinein. Amazonas, Amazonas, tanzt man Mambo, Mambo, hey, beim Klange der Gitarre. Und auch ich, si, senores, tanz den Mambo, Mambo, hey, beim Klange der Gitarre. Alle rufen hingerissen, bravo, bravo, Senorita, lass dich küssen, bravo, bravo. Amama, Amama, Amazonas, Amazonas, tanz ich Mambo, Mambo, hey, beim Klange der Gitarre. Wenn durch den Wald die Pumas springen und schrill die Papageien schreien, von Ast zu Ast sich Affen schwingen, reit in den Dschungel ich hinein. Die Indios grüßen mich ergeben und küssen mir des Rockes Saum. Amigos, das war noch ein Leben, so wie ein zauberhafter Traum. Amama, Amama, Amazonas, Amazonas, tanz ich Mambo, Mambo, hey, beim Klange der Gitarre. Und auch ich, si, senores, tanze Mambo, Mambo, hey, beim Klange der Gitarre. Alle rufen hingerissen, bravo, bravo, Senorita, lass dich küssen, bravo, bravo. Amama, Amama, Amazonas, Amazonas, tanz ich Mambo, Mambo, hey, beim Klange der Gitarre.
verhaften Sie es auch. Ihr Gesang könnte auch den unmusikalischen Menschen rasend machen. Leider muss ich jetzt gehen. Aber ich hoffe, wir werden uns wiedersehen. Ich gebe morgen eine kleine Gesellschaft in meinem Hotel. Wenn ich die Herrschaften dazu einladen darf, ich würde mich sehr freuen. Dankeschön. Frau Carlotta, Sie sind wohl die bezauberndste Frau, die mir je begegnet ist. Wenn ich jemanden von Ihnen in meinem Wagen mitnehmen kann, bitte. Ja, Kinder, jetzt ab nach Hause. Ja, komm, fahrt ihr mit. Hier bei den vielen Leuten haben wir ja doch nicht mehr voneinander. Wartet auf uns im Hotel, ja? Ich bring die Damen nur noch zur Tür. So. Vorsicht. Ja, ja. Vorsicht, Vorsicht. Ach, na, endlich. Ach. Sie gestatten, meine Herren? Oh. Wer ist denn das? Ralfs Bruder. Darf ich die Herren miteinander bekannt machen? Dr. Otto Dernburg. Sehr erfreut, meine Herren. Was? So. Ich freue mich, dass Sie meine Einladung angenommen haben und unser kleines Fest durch Ihre Anwesenheit verschönern. Was sagen Sie? Gefällt Ihnen mein Kleid nicht? Oder kommt es Ihnen bekannt vor? Enorm. Ich muss schon sagen, steht Ihnen doch wesentlich besser als Charlies Tante. Freut mich. Darauf müssen wir einen Cognac trinken. Was? Einen Cognac auf einmal? Aber gern. Herr Ober! Nein, nein. Nicht hier. Drüben. In Rio. Entschuldigen Sie mich. Meine Kiste. In Rio. Enorm. Psst. Meine Herren, das kommt davon, wenn man einer Dame einen Wagen fährt.